Wir haben letzte Woche über die Wichtigkeit der Achtsamkeit gesprochen. Die Achtsamkeit können wir verwenden für unsere innere und äußere Begegnungen richtig zu beobachten und damit auch richtig umzugehen. Und warum sollen wir richtig mit den Begegnungen, Kontakten innen und außen richtig umgehen, sagte Buddha, wenn jemand nicht das gelernt hat und damit nicht richtig umgehen kann, entsteht in innen irgendein Schmerz oder besser gesagt ein Dukkha, Unzufriedenheit. Wir haben immer unser Leben. Wenn wir irgendwann irgendwelche Unzufriedenheit oder Unklarheit erlebt haben, wir gehabt haben, wenn wir genau untersuchen, warum wir das wirklich erlebt haben, und Antwort ist eigentlich, ich könnte nicht damit richtig umgehen. Ich habe erstens nicht richtig erkannt. Und manchmal habe ich das richtig erkannt, aber ich wollte das nicht so erkennen, obwohl ich mehrere Mal innerlich gesagt habe, dass dieses, was ich tue, jetzt gerade tue, ist nicht richtig. Aber trotzdem hat der Geist immer mit dem Verlangen, ist immer gesprochen, das gesagt, du sollst das tun. Und so haben wir eigentlich unser Leiden, Dukkha erlebt. Und man kann sagen, man erlebt den Dukkha im täglichen Leben bis jetzt, wenn wir sagen, wir sind jetzt über 50. Ich sehe die Leute, einige sind schon jung, aber da sage ich, dass über 50, diesen Lebensjahr, seit Lebensphasen haben wir so viele Dinge erlebt. Und obwohl wir oft Dukkha erlebt haben, unzufrieden waren und wir haben nicht Wirklichkeit gelernt. Ich habe auch das gesagt, warum wir das nicht richtig gelernt haben. Antwort ist eigentlich, weil es so viele Alternativen gehabt hat oder Auswahl. So viel gehabt. Und wir haben einmal dann Dukkha erlebt und dann haben wir gedacht, ich habe wirklich das falsch gemacht oder der andere Person, oft sagen wir nicht, ich falsch gemacht habe, sondern andere Person, die sie falsch gemacht haben. Die andere Person ist nicht richtig, andere Person ist böse, andere Person ist dies und andere. Und Abhantaran Tegahanam Bahiram Parimajjati, sagt der Buddha, immer sagt das in der Außen nicht, dass den außerhalb von mir, wann der existiert, ist eigentlich der falsch. Ich bin immer richtig. Und das ist eigentlich dem Tag Abhantaran Tegahanam Bahiram Parimajjati. Nie versucht der Mensch, die innere Welt richtig zu beobachten, richtig zu erkennen. Immer sagt, der Außenwelt ist die falsch. Und das und dies und jenes nicht richtig. Deshalb leide ich. Und wir haben das so, natürlich manchmal, vielleicht einige Tage später, sage ich nicht, dass ich falsch bin, sage ich könnte das anders machen. So sagen wir. Wir sagen nicht, dass ich etwas Falsches gemacht habe, ich könnte das anders machen. Das ist der innewohnende, der latente Kilesas ist das. Zum Beispiel, wenn wir einen Bankräuber sehen, er geht rein und er will dann Geld nehmen, er war nicht so klug oder er hat nicht das, ja, es erwischt. Was eine Antwort haben wir? Wir sagen, er sollte anders machen. So dumm ist er. So sagen wir. Wir sagen nicht, dass er das Falsches getan hat.
Wir sagen, oh, er könnte anders machen, er war so dumm. Ja, so haben wir das in Wirklichkeit. Das sagt der Buddha immer, so ist auch unser Leben. Und sag nicht, dass ich etwas Falsches gemacht habe, deshalb leide ich, sagt er, wir sagen immer, ich sollte das anders machen. Falsche Dinge anders machen. Dann sagen wir, ah, das könnte dann nicht so sein. So ist eigentlich dann immer wieder der Mensch, immer suchen, immer, das ist irgendwie einen Ausweg. Weil wir so viele Alternativen, so viele Möglichkeiten, so viele Auswahl gibt, Außenwelt. Sagt der Buddha, ist keine Ende. Keine Ende. Dann sagt der Buddha, ihr bleibt stehen, weil ihr anhaftet. Er sagt, in dem Anhaften existiert das Existenz. Und dann sagt der Buddha, Gegenteil sagt er, loslassen, ihm loslassen gibt das Ende. Aufhören gibt dem Loslassen, aber nicht dem Anhaften. Anhaften, das ist sehr schön, sagt der Buddha, im Loslassen gibt es eigentlich das Ende oder Aufhören. Dann sagt er auch gleichzeitig anders formuliert, im Loslassen gibt es Frieden. Und in Anhaften gibt eigentlich dann Leiden. Und so sagt der Buddha, was haften wir an? Meditation bedeutet nichts anderes als dieses. Wir sollen lernen, mit den Dingen richtig umzugehen. Und einmal sagt der Buddha, Kumbhupamankaya midang viditva. Kumbhupamankaya midang viditva. Sagt, ihr sollt dann euren Körper, diesen materiellen Körper, so betrachten wie eine Krug, das ist ein Tontopf. Natürlich, das kann so viele Dinge verwenden, diesen Topf, den Krug. Wir können Wasser holen, wir können Wasser behalten, Wasser können dies und jedes machen. Aber nicht vergessen, dieser aus der Erde, der Ton besteht. Jede kleine Bewegung kann wieder das ist dann sich kaputt werden. Es ist nicht irgendetwas, das immer dann bleibendes. Kumbhupamankaya midang viditva. Ihr sollt immer das betrachten, diesen Körper, als das so wie ein Krug, das ist dann, also Ton, aus der Ton gemachten Krug. Ist jede Seite, ist das jede kleine, wenn irgendeine Fehler passiert, dann ist es, wird das Ende sehen. So ist auch unser Körper. Und dann sagt der Buddha, Nagarupamang, Chitta Midang Tapetva. Ihr sollt dann euren Geist wie eine Stadt betrachten. Stadt ist immer, ist in vier, fünf, und wenn ich sage vier Ecken, das ist geschützt. Richtige Stadt ist das überall, das Sonn. Das ist nicht wie ein in einem Dorf. Eine Stadt ist, wenn wir sagen, dass das 90% vielleicht, 80% der Polizisten sind in Wien, aber nicht in Dörfern. Und alles ist hier, weil die Stadt ist geschützt. Warum ist das? Sagt der Buddha, Maras ist das mit dem Geist begegnete Maras, mit nicht der Körper. Maras sind die Böse. Böse begegnen mit dem Geist. Deshalb sollt ihr wie dein Körper, dein Geist wie eine Stadt betrachten. Körper mit deinem Tontopf oder Krug und Geist. Warum sagt der Buddha Marene? Mara ist immer da. Mara ist das eigentlich derjenige, der unser Leben wegnimmt. Oder schöne Momente, gute Momente. Und
Reinheit des Geistes, Klarheit des Geistes. Wer da wegnimmt, ist Maras. Und ist es überall, sagt der Buddha, der Mara ist im Wind drinnen. Mara ist dann im Feuer drinnen. Mara ist in der Erde drinnen. Mara ist im Wasser drinnen. Also überall ist er. In einer Blume existiert nicht nur der Schönheit und Farbenfroh, das ist alles, ja, ein Mara kann auch dort existieren. In irgendeinem Platz ist es nur der Schönheit, da gibt es auch Mara. Und Mara, wie kann der Mara entstehen? Wenn, das sagt der Buddha, wenn der Geist nicht Zyklung, das sei Sinneszyklung, nicht gibt. Da findest du überall den Maras. Mara kann nur aktiv werden, wenn der Geist, wenn der Sinne, das er hauptsächlich dem Geist, wenn der Geist trainiert hat, Mara hat keine Chance. Aber nicht vergessen, Mara ist überall. Trainierter Geist hat eine Möglichkeit, Schutz. Wie dann Schutz, das habe ich letztes Mal gesagt, die Achtsamkeit ist der Schutz. Es gibt nichts anderes, sagt der Buddha, es gibt nur einen einzigen Weg, o Mönche. Der Weisheit des Buddha sieht nur dieses. Es gibt nur eines. Eure Reinheit existiert in diesem. Und etwas zu beseitigen, das heißt Jammer und Kummer, das könnt ihr nur beseitigen, wenn der Achtsamkeit da ist. Es ist auch, o Mönche, und eure Dukkha zu überwinden, gibt es nicht irgendeine andere Methode. Eure Unzufriedenheit zu beseitigen, gibt es nur dieses. Und verwende immer das eigentlich, die Achtsamkeit, Sati. Und da kannst du das Mara, ist mit Mara zu kämpfen, gibt es nur eine einzige Waffe. Das ist eigentlich dieses, Achtsamkeit. Und natürlich dann sagt der Buddha, nicht nur das ist der Negative zu beseitigen, Achtsamkeit. Achtsamkeit dann helfen. Erstens sollt ihr drei Negative überwinden. Unreinheit, Jammer und Kummer und Dukkha. Wenn diese Dinge, wenn der drei überwindet, dann ist das unvermeidbar, sagt der Buddha. Es ist unvermeidbar. Nyayasadigamai, der einzige Weisheit. Weisheit rauszukommen, sollt ihr vorher diesen drei überwinden. Unreinheit des Geistes, Yama und Kummer und Dukkha. Und dann die Weisheit entsteht. Ende des Weisheit, sagt der Buddha, endlich der Nibbana. Ende des Weisheit oder dass die Weisheit endet mit Nibbana. Das ist, diese Formulierung ist richtiger. Die Weisheit endet mit mit Nibbana. Das heißt, Nibbana zu erreichen, Weisheit sollte auch das aufgeben. Das heißt, Weisheit endet in die Nibbana. Und so ist eigentlich das, was wir hier tun. Es sind schon sehr wichtige Übungen, was wir tun. Jede Sekunde, jede Minute, wenn wir achtsam sein werden, was wir tun, Wirklichkeit, drei negative überwinden, zwei negative erwecken. Drei negative, es ist eine Minute. Eine Minute Achtsamkeit bedeutet, drei überwinden, zwei erwecken und entwickeln lassen. Das ist das Unreinheit und Yama, Kummer und Dukkha. Und Nyaya Sadhikamaya Nibbana Satyakriya. Diese drei, das ist in Satipatthana Sutta erklärt. Und dann am Ende sagt der Buddha, nichts anderes als Chattaro Satipatthana. Chattaro Satipatthana. Das ist frühe Grundlagen der Achtsamkeit. Gehe mit dem Körper richtig um.
Pflege den Körper ohne Anhaften. Halte den Körper schön, aber erwecke nicht deinem Mana. Mana heißt Dünkel. Das heißt, pflege deinen Körper, bleib schön. Und immer wieder sollt ihr mit dem Körper richtig umgehen. Aber mit der Schönheit deines Körpers sollt ihr nicht deinen Stolz, das heißt, das Sein, das ist dein Mana entwickeln lassen. Gehe mit den Gefühlen richtig um. Erlebe alles, aber diese Gefühle sollen nicht das Ende mit Dukkha. Buddha hat nicht gesagt, dass der Mensch alles das mit Gewalt überwinden soll. Er hat nie gesagt. Gewalt ist ein fremdes Wort für den Buddha. In seinem Vokabular gab es dieses Wort nicht. Seinem Vokabular drin gibt das nur Samma. Samma heißt richtig und recht. Das gibt es. Der Buddha empfiehlt uns, richtig umzugehen, aber nicht mit Gewalt. Viele Menschen versuchen, Dukkha zu überwinden mit Gewalt. Er sagt, ich habe das getan. Das ist San, sagt er. Veme bhikkhave anta pabbajite na sevitabba. Ich habe das gemacht, oh Mönche. Mit Gewalt habe ich es versucht, Dukkha zu überwinden. Wie habe ich das gemacht? 6 Jahre lang habe ich harte, unnötige, sogar der unmenschliche, asketische Übungen gemacht. Das habe ich gesehen. Diese Gewalt ist keine Lösung, kein Weg, Dukkha zu überwinden. Und dann, Wirklichkeit ist, dass 29 Jahre lang habe ich das Luxus verwendet, dann Dukkha zu überwinden. Das war auch keine Gewalt. Das heißt, Luxus verwende ich, Dukkha zu überwinden. Es ist auch Gewalt. Weil das Luxus drinnen gibt es immer der Gewalt. Gibt es nicht etwas. Luxus existiert nicht ohne Gewalt. Muss irgendeine Gewalt existieren. Beides mit der Gewalt verbunden. Sagt der Buddha, Dveme bhikkhave anta pabbajite na sevitabba. Oh Mönche, diese 2 Extreme sollt ihr nicht verwenden. Du kannst überwinden. Dann sagt der Buddha, am Ende habe ich beides beseitigend über, habe ich einen Weg gefunden. Majjhima Patipada. Der mittlere Weg. Ohne Anhaften, ohne Ablehnung. Habe ich die Welt beobachtet? Wie habe ich das gemacht? Im Hier und Jetzt Sein habe ich es verwendet. Im Hier und Jetzt Sein, das heißt, Entstehen, Dasein, Auflösen, Folgen. Das ist nicht irgendwie aufhören, von Anfang bis Ende gehen. Da gibt es keine Anhaften, keine Ablehnung. Und dieser Weg endet immer dann mit dem Frieden. Das ist der höchste Friede der Welt, sagt der Buddha. Dieser heißt eigentlich dann, sagt der Nibbana. Und da, wir bemühen uns hier. Unsere Bemühungen sind dieses. Eine Minute achtsam sein bedeutet, mit den Atem, mit Gefühlen, mit Hören, mit Riechen, Schmecken, Tasten und alle möglichen Dingen, wenn wir achtsam sein, wenn das bedeutet, dass wir eine Minute ohne Anhaften, ohne Ablehnung leben. So, jede Sekunde ist wertvoll mit Achtsamkeit. Und weil jede Sekunde Achtsamkeit, das ist das Ende des Dukkha. So eine Sekunde und dann wird irgendwann dann 2 Sekunden und dies ist eigentlich das Geistestraining durch Achtsamkeit. Trainieren wir. Deshalb hat der Jnanaponika Mahathera so ein wunderbares Buch geschrieben. Diese Methode. Und so ist dann, was wir heute machen wollen, auch dieses. Wir versuchen. Und das ist nicht
ist etwas, wir sollen nicht, wenn eine Meditation so viele Dinge erwarten. Das sollen wir nicht. Und ohne Erwartungen. Aber wir bemühen uns, richtig zu machen. Und richtig zu machen heißt ohne Plan. Das ist nichts. Alles, was da kommt, sollten kommen lassen. Und alles, was da gekommen sind, sollen wir auch loslassen. Das sind die zwei Worte. Alles, was da kommen lassen. Alles ist gekommen, sind alles loslassen. Die zwei Dinge. Kommen lassen und alles gekommen ist loslassen. Und das ist dann kommen lassen und dann loslassen. Dann sage ich jede Meditation am Ende und auch dann lächeln. Das ist auch Gutes. Einfach lächeln. Lachen ist ein aktives, Lächeln ist eigentlich ein entstandenes. Lachen hat das Ich, das Subjekt dabei. Lächeln hat keiner. Wenn jedes Mal, wenn das Subjekt weg ist oder kleiner wird, entsteht der Lächeln. Richtiges Lächeln entsteht. Und so ist auch jede Meditation am Ende, weil das Herz freut sich sehr. Und dann entsteht da eigentlich ein mildes Lächeln entsteht zwischen den Lippen. Das ist normal. So entsteht das. Und damit werden die Menschen immer wieder friedlich. Und das wollen wir auch heute machen. Gut, das machen wir dann Rezitation. Nach der Rezitation können wir die Meditation machen. Ja, vor der Meditation erkläre ich etwas. Ich weiß nicht, ob ihr das verstanden habt oder nicht, aber es ist wichtig, dass ihr auch manchmal nicht dann Donnerstag, sondern Samstag, wenn wir dann Dharma-Forum haben, auch die Fragen stellen. Und manche Dinge habt ihr sicher nicht genau verstanden, was ich gesagt habe. Zum Beispiel, ich habe heute gesagt, im Anhaften existierte die Dinge. Das heißt in Samsara. Samsara, Existenz des Samsara. Das heißt Wiedergeburtskreislauf. Das existiert nur, wenn der Anhaften da ist. Wenn der Loslassen da ist, das ist das Ende des Samsara. Und solche Dinge. Manchmal erkläre ich es halb und dann manchmal versteht ihr nicht. Deshalb, wenn ihr etwas nicht verstanden habt, sollt ihr nicht denken, es ist nicht so wichtig zu verstehen. Ist auch nicht so wichtig zu verstehen. Aber wenn ihr etwas nicht verstanden habt, auch dass eine also Rätsel habt, im Kopf bleibt, das ist auch nicht gut. Nichts verstehen ist okay. Nichts verstanden im Kopf bleiben ist nicht gut. Deshalb haben wir auch im täglichen Leben, auch die Familie, sehr viele Probleme. Ich habe das nicht verstanden und dann denkt er, nichts verstehe ist okay, aber das bleibt im Geist. Und dann bewegt sich im Geist immer. Jeden Tag, was heißt das? Was habe ich das? Was ich habe nicht verstanden. Und deshalb sage ich es, was wenn er nicht verstanden hat, sofort dann fragen. Nicht nur in der Meditation, auch im täglichen Leben. Und weil, obwohl wir die gleiche Sprache sprechen, und manchmal der Geist hat verschiedene Befleckungen und ich formuliere diesen Satz oder diesen irgendeine Aussage, und da kommt nichts raus, weil der Sprache, obwohl das
geistliche Sprache ist. Manchmal die geistige Befleckungen ist blockiert das Verstehen. Und das sei selber habe ich etwas gehabt. Oder diejenige, das gesprochen hat, da auch dann irgendetwas gehabt. Und Unklarheiten bedeutet nicht etwas, das ist so unklar, sondern mein Geist ist im Moment nicht bereit, das zu verstehen. Das sei es unklar. Und er hat etwas gesagt, das ist nicht klar. Das bedeutet, mein Geist war nicht wirklich bereit, das anzunehmen. Und deshalb soll man schon im Familienleben auch, wenn jemand etwas gesagt hat, wenn er nichts verstanden hat, muss nicht sagen, der hat irgendwas nicht gut formuliert, sondern mein Geist ist nicht bereit, das wahrzunehmen. Und deshalb soll man noch einmal fragen. Deshalb gibt es auch dann so Samstagen, den Dhammaforum. Und das könnt ihr auch machen, diesen Samstag. Wenn etwas alles klar ist, braucht ihr nichts. Selber denken, was soll ich fragen? Das ist nichts. Und dann sollt ihr sagen, okay, ich habe so verstanden. Und ich kann schon fragen, wenn ihr das so verstanden habt, kann ich fragen, wie ihr das verstanden habt. Das kann ich fragen. Aber wenn ihr nur, dass ihr nicht klar ist, sollte dann schon sofort fragen. Das ist gut. Das ist nicht nur für euch gut, für mich auch gut. Ist besonders die Praxis ist, wenn viele Leute denken, ja, der Mönch macht viele Dinge, ist gut für uns. Nein. Wenn ich so etwas mache, ist das gut für mich. Und mein Geist ist jedes Mal in Bewegung. Und ist sie nicht absichtlich, willentlich bewegt sich mein Geist, sondern es ist immer da kommt, es ist Bewegung, sehr schnelle Bewegung und dann kommt raus. Wenn ich solche Veranstaltungen nicht gehabt habe oder das ich nicht habe, der Geist bleibt nicht in Bewegung, das ist immer so gleich bleibt, da muss ich dann wirklich, ist nicht der Denken, was ich sagen soll. Wenn ich alles erkläre, und was ich ihm nicht nur in diesem Leben und im Samsara gelernt habe, das begleite ich das. Das kommt raus. Manchmal denke ich selber, woher das? Und in diesem Leben habe ich nichts gelernt vielleicht. Manche Dinge. Kann nicht, muss nicht unbedingt richtig sein, aber falsch kann auch sein. Aber, und dann denke ich, woher? Wo habe ich das gelernt? Und dann sehe ich, nicht in diesem Leben, das ist die Begleitung des Samsara. Und das kommt, das heißt, deshalb sagt der Buddha ist denn der Körper geht nicht mit, wenn er stirbt. Aber alles, was die gelernt haben, alles begleitet das. Und die so oder so. Und deshalb bitte Fragen stellen, ist auch wichtig. Gut, vielen Dank für heute und schönen Abend noch.